Mein Name ist Dr. Günther Beck und ich möchte mich heute dem Thema Omega-3-Fettsäuren widmen. Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren, die für unsere Gesundheit, für uns Menschen eine sehr, sehr hohe Bedeutung haben. Zum einen sind Omega-3-Fettsäuren sehr, sehr wichtig für den Aufbau und Stabilisierung all unserer Zellmembranen. Zum anderen sind sie ganz, ganz wichtig im Gehirnstoffwechsel, im Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und als Hemmung von Entzündungsreaktionen. Wenn man Omega-3-Fettsäuren betrachtet, kann man sagen, sie sind so ein bisschen der Gegenspieler zu den Omega-6-Fettsäuren, die eher entzündungsfördernd sind und vor allem im roten Fleisch vorkommen, im Schweinefleisch zum Beispiel. Jetzt sind wir bei der Frage, wie komme ich an ausreichend Omega-3-Fettsäuren? Wir wissen, dass vor allem Hochseefische, Makrele, Thunfisch, Lachs sehr reich an Omega-3-Fettsäuren sind, wo wir aber auch durch die Belastung mit Schwermetallen oder durch eben die Aufzucht mit Medikamenten diese Nahrungsmittel, diese Fische sehr belastet sind. Omega-3 kann man aber auch aus Pflanzen gewinnen. So gibt es bestimmte Mikroalgen, die sehr Omega-3-haltig sind, die man als vegane oder vegetarische Quelle für Omega-3-Fettsäuren verwenden kann. Und das bekannteste in unseren Breiten oder die bekannteste Möglichkeit ist das Leinöl oder Leinsamen, der auch einen sehr hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren hat. Studien haben gezeigt, dass die westliche Bevölkerung einen sehr niedrigen Omega-3-Spiegel hat. Das kann auch ich bestätigen in meiner Praxis, wo wir sehr viel Mikronährstoffanalysen machen. Es gibt einen bestimmten Parameter, das hochsensitive Omega-3-Fettsäure-Index, und wir sehen, dass viele Menschen, vor allem mit Problemen im Bereich von entzündlichen Erkrankungen, hier deutliche Mängel aufweisen. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, Omega-3 zusätzlich zu geben, um ja, mehr Lebensfreude und Lebensqualität in unser Leben zurückzubringen.